zum vierten Mal, glaube ich, hier und es ist immer recht aufregend und ja, macht auch Spaß. Das Wetter ist gut, ein paar Tage hatten wir auch Regen. Ich fahre das neue Rose X-Lite 6 mit Disc Brakes diesmal, also das erste Mal Scheibenbremsen. Ja, jetzt als nächstes fliegen wir bald wieder nach Hause hier von Südafrika. Das wird aber auch nicht für lange sein, also wir sind 2 Wochen zu Hause und dann geht es auch schon wieder nach Mauritius ins nächste Trainingslager. Da geht es vor allem nochmal darum, einen Hitzeblock zu setzen, also ja sozusagen die Anpassung an die Hitze zu trainieren, die uns ja in Tokio erwarten wird. Und mein erstes Rennen wird dann Abu Dhabi, das WTS-Rennen dort sein. Von da aus dann auch wieder zurück nach Mauritius, um dann noch einen Test-Hitze-Wettkampf, ja so einen Afrika-Cup in Mauritius zu machen. Ja, also natürlich versuche ich eigentlich wie immer eine sehr, sehr gute Saison hinzulegen. Also die Olympischen Spiele sind natürlich der Saisonhöhepunkt. Ja, bis dahin richtet sich alles da darauf hin und ja, ich will natürlich ein möglichst gutes Ergebnis in Tokio erreichen. Ja, also einfach zu sagen, ich will ein gutes Ergebnis, reicht halt meistens nicht aus. Ja, das Ziel setze ich mir schon mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen. Ja, einfach um sozusagen ein sehr großes Ziel zu haben, ja, worauf ich mich halt direkt fokussieren kann.